Mühlenreinigung, ja, sie bekommen eine neue Schaufensterbeschriftung und hier ist der Rainer Huwe. Ich grüße dich, Rainer. Hallo, Sven. Ja, du kommst aus Riegelsberg. Genau. Ganz wichtig ist, erstmal sauber machen. Die Mühlenreinigung hat sich relativ kurzfristig angerufen. Sie brauchen eine neue Beschriftung. Ihr habt eine eigene Druckmaschine. Richtig, genau, wo wir das alles selbst produzieren konnten. Letzten Donnerstag kam der Anruf. Und wir haben jetzt alles produziert und kleben das jetzt auf. Wir müssen zuerst alte Folien noch entfernen, Klebstoffreste entfernen und da sind wir jetzt fast durch. Und gleich beginnen wir mit der Beklebung. So, da vorne steht auch schon die neue Folie. Das Besondere dabei ist, das ist keine Tinte, die aufgespritzt wird, sondern es ist tatsächlich Kunststoff. Ein Latex-Gemisch ist das, genau. Latex mit Pigment. Das hält lange? Das hält sehr lange, länger als Solventtinten und ist geruchsneutral und hat nicht so viele Schadstoffe wie die althergebrachten Tinten. Ja, was ein interessantes für euch für die Verarbeitung. Du könntest direkt aus dem Drucker nehmen. Es ist direkt verarbeitungsfähig. Direkt verarbeitungsfähig. Es ist direkt trocken, ausgedünstet. Wir können direkt laminieren und aufziehen. Ist da jetzt noch eine UV-Schutzfolie drüber? Da ist extra noch ein Schutzlaminat drüber, zwecks UV-Schutz und Kratzschutz. Weil hier sind wir mitten in der City, da kommen nachts immer komische Menschen. Da muss man den Druck ein bisschen schützen. Süß. So, du machst jetzt hier Folgendes. Also du hast jetzt erstmal sauber gemacht, dann du bist hingegangen mit einem Glas, Schaber. Glasschaber, einen großen Glasschaber, genau, und Alkohol für die Klebstoffreste zu entfernen. Das ist wichtig, gell? Man muss da sehr genau arbeiten. Der Untergrund muss komplett wieder sauber sein und es darf auch keine alte Folie drunter sein. Genau, das sieht man später. Genau, genau, weil die alte Folie altert weiter und macht dann die neue Folie auch kaputt mit der Zeit. Wie ist jetzt die Applikation? Ihr habt jetzt wahrscheinlich hier die Möglichkeit, mit Material zu arbeiten, was im Prinzip so Mikrokanäle hat. Aber wenn da jetzt natürlich eine UV-Schutzschicht drüber ist, geht das nicht mehr. Das würde auch gehen, aber hier haben wir uns jetzt entschlossen, das Ganze nass zu verkleben, also okay, mit einem Spülmittelgemisch. Und da brauchen wir keine Luftkanaltechnik. Das heißt, der macht jetzt erstmal nochmal sauber. Wir schalten gleich mal ein, denn wenn ihr das aufbringt, das ist jetzt nicht das Spüli, was jetzt aufgetragen wird, das ist nur zur Reinigung. Genau, das ist nur ein Reinigungsspüli, das Applikationsmittel, das ist mit Spezialstoffen versehen. Geheimnis. Geheimnis, jede Menge B, A, S und F. Du machst jetzt dein Spezialmittel drauf. Genau. Oh, das wird jetzt ziemlich nass gemacht, das heißt an der Stelle, wo es nass ist, klebt es erstmal nicht. Genau, genau, zur Sicherheit. Du rakelst das dann später raus. Genau. Das wird dann noch ein bisschen geschoben auf der Scheibe. Das ist natürlich blöd, dass es jetzt so grau. Das heißt, die Werbewirkung ist ja jetzt nicht da, oder? Ja, aber von innen ist sie hervorragend. Ich zeig's mal gerade, denn es wird natürlich gleich gedreht. Das ist von innen. So sieht's aus. So, jetzt wird das Ganze nochmal, das Fenster nochmal nass gemacht. Ja. Da brauchst du schon zwei Leute für, oder? Ja. Vor allem haben wir jetzt Angst, dass der Wind uns die Folie wegfliegen lässt. Dann ist Feierabend. Ja, das geht schon was. So, die klebt jetzt nochmal hier dran. Jetzt muss man sie wieder abziehen. Das ist aber das allgemeine Berufsrisiko in deinem Job, oder? Wenn man sie von innen kleben könnte, hätten wir den Stress nicht. Aber es wirkt erheblich besser von außen, oder? Definitiv, ja. Wenn, ich sag mal so, die Reflexion. Das ist nur 50% jetzt. Das werden, die eine Hälfte. Genau. Wir haben hier eine Doppelflügeltür, die können wir beide öffnen. Ist natürlich für uns im Sommer auch gut, dass wir beide Eingangsbereiche öffnen können. Die Mitarbeiter haben frische Luft. Aber jetzt werden wir eine Seite zumachen. Es dient auch der Beschattung innen drin. Die Sonne steht hier, knallt den ganzen Tag rein. Das heizt natürlich auch den Laden auf. Das vermeiden wir jetzt auch. So. Das ist schon groß, oder? Sollte zumindest so groß sein, dass man es lesen kann, ja. So, der Vorteil ist jetzt, das ist ein Spezialmittel drunter, jetzt können Sie es noch ein bisschen schieben. Ja. So, ihr habt es dran gehalten. Und jetzt? Jetzt guckt ihr hier nach dem Winkel. Oben, guckt oben, guckt unten. Man kann sich ab und zu auf die Scheibe verlassen, dass die gerade hängt. Meistens. Das hier ist jetzt eine Alufensterscheibe, die wird mit Sicherheit passen. Wenn man Schaufenster hat, die mit Silikon eingeklebt wurden. So, er hat jetzt in der Mitte mal ein ganz kleines Stück rausgerakelt, damit es einfach mal hängt, ja, oder? Genau. Aber wichtig ist in der Mitte, jetzt könnt ihr das links und rechts verschieben. Ja. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Ja. Oh, ich glaube, es wird auch so groß, dass es der Kunde im Vorbeifahren, der Kunde soll ja nicht groß lesen müssen.
der soll erfassen, um was es geht und soll unser Angebot annehmen. Und wir möchten es so einfach wie möglich machen. Genau. Quick and dirty. Quick and easy. So, es geht dem Ende zumindest auf der Seite zu. Das dauert jetzt ein bisschen, bis es angezogen ist. Genau. Also wir rakeln jetzt hier noch das Wasser weg. Das sieht man hier, die Blasen, wo noch drunter sind. Und da machen wir eine kleine Zigarettenpause und dann kleben wir die rechte Seite. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Volker. Und wenn Sie mal Lust haben, sich irgendwas bekleben zu lassen, dann machen Sie es beim Rainer Huwig aus Riegelsberg. Du machst es Zahnarbeit? Genau. Alles klar. Danke. Ciao.